Hallo Leute, ich schiebe heute noch ein Jahresfavoritenvideo hinterher und mir ist absolut bewusst, heute ist der 18. Januar. Man dreht diese Videos wann? Ende Dezember? Vielleicht noch Anfang Januar? Aber ich wollte es unbedingt, dieses Video unbedingt drehen und ich hätte mir erst vorgenommen, da irgendwie zwei draus zu machen, aber ich wollte es jetzt auch nicht mehr überstrapazieren, deshalb habe ich einfach eine kleine Auswahl an Sachen genommen, die ich euch aber unbedingt zeigen möchte und da dieses Video wahrscheinlich eh lang wird, wir fangen einfach mal an. Und ich habe als erstes eine Kerze. Das ist das einzige Produkt, was jetzt nicht Make-up-mäßig oder pflegemäßig ist, aber diese Kerze, ich liebe sie so. Das ist diese Tintra-Beere von Ikea und die ist einfach geil. Ich habe die in Teelichtform, ich habe die in großer Teelichtform, ich habe die in länglicher Form, in dieser Form. Toll. Also ich liebe diese Kerze einfach nur. Und dann noch, gehen wir weiter zu Parfüm, von Kerzen zu Parfüm. Das ist ein Jo Malone Parfüm, das ist Peony Blush Sweat. Und ich habe ein paar Parfüms, die ich sehr gerne getragen habe dieses Jahr, aber, beziehungsweise letztes Jahr, haben wir schon 2014. Aber dieses Parfüm hat für mich da so ein bisschen rausgestochen, weil das, ich liebe Rosendüfte. Und das ist eben Pfingstrose und es riecht so... Es riecht ja halt nicht nach normaler Rose, sondern eben Pfingstrose, blumig. Aber hat so einen ganz interessanten Touch. Also das ist, ja, es riecht daran. Ich kann es nicht beschreiben. Riecht mal daran. Das ist wirklich toll. Also das ist so mein Lieblingsparfüm gewesen, weil es so besonders ist. Weil es nicht so riecht wie, ich weiß auch nicht, so sonst so Sachen, die man irgendwo zu riechen bekommt. Und dann... Mein Lieblingshaar, nicht Pflegeprodukt, aber Stylingprodukt, das ist von Schwarzkopf Oasis. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und das ist das Session Finish Extreme Hold Hairspray. Und ich wurde unter meinem Jahresrückblick-Video gefragt, wie ich meine Haare glatt, aber ein bisschen voluminös halt hinbekomme, dass sie nicht ganz so platt runterhängen. Das ist das hier. Ich mache momentan nur zwei Produkte zum Stylen. Ich mache zum Föhnen, sprühe ich was in meine Haare und dann zum Stylen, aber dann föhnen sie meine Haare glatt, weil sie sind halt einfach glatt wie, keine Ahnung, richtig glatt einfach nur. Und dieses Produkt, das nehme ich dann so, kann ich mal vormachen, ich hebe meine Haare so hoch und sprühe es einfach so rein und hier und sprühe und mache die dann so und sprühe und fluff die dann einfach ein bisschen auf und so style ich einfach meine Haare und dieses Produkt ist wirklich toll. Das habe ich bei einem Friseurhandel im Internet einfach bestellt, aber ich kann es euch verlinken, wie alle Produkte, da könnt ihr einfach mal nachschauen, falls ihr euch dafür interessiert. So, dann kommen wir zum Make-up. Und Make-up ist ja so ein Thema für sich. Ich habe jetzt wirklich versucht, die Sachen zu nehmen, wo ich wirklich sage, ich kann die euch zu 100% empfehlen. Ohne die Sachen könnte ich mich nicht schminken. Also könnte ich nicht leben, wäre jetzt übertrieben, weil ich habe vom 1. bis zum 10. Januar mich vielleicht einmal geschminkt. Sonst bin ich nur ungeschminkt rumgelaufen. Einfach, weil ich weiß nicht, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich mal einkaufen gehe, ich muss mich nicht schminken. Aber schon, ich schminke mich schon gerne, wenn ich dann mal weggehe oder halt doch in die Uni gehe den Tag über oder irgendwas habe oder so. Mir macht es einfach Spaß, mich zu schminken. Und so. Gehen wir mal durch. Ich laber schon wieder die ganze Zeit. Das ist halt so, die Youth Liberator Foundation von Yves Saint Laurent ist so meine Lieblingsfoundation gewesen. Ich habe dieses Jahr so eine Art Anti-Foundation-Zeit gehabt, weil ich Probleme mit meiner Haut hatte, wirklich extreme Probleme. Da war es zu fertig, da hat sich dann so abgekrümelt, und da war es zu trocken, dann hat es in die Falten so abgesetzt und diese Hautschüppchen und Foundation hat auch nicht gut ausgesehen auf meinem Gesicht. Aber dann... habe ich die gefunden. Also es lag auch an meiner Hautpflege. Ich kann jetzt auch wieder andere Foundations tragen, die irgendwie nicht so gut auf meine Haut aussahen. Aber diese Foundation, die sieht aus wie Haut. Xcarina hat es in ihrem Video auch schon gesagt, das habe ich gesehen. Das fand ich so lustig, weil ich muss sagen, ich kann es einfach nur bestätigen, diese Foundation. Die sieht nicht aus, als hättet ihr was auf euer Gesicht geklatscht, sondern sie sieht sehr natürlich aus. Die ist in Deutschland relativ teuer. Da müsst ihr mal, ich verlinke es in der Infobox, ich habe die halt auch aus Großbritannien bestellt, da gibt es auch eine Farbe heller als hier. Und die passt mir auch perfekt, deshalb, falls ihr auch so hell seid wie ich, guckt euch die mal an. Die ist auch sehr neutral und die ist perfekt und die ist gut für normale bis leicht trockene und sogar auch leicht ölige Haut, finde ich. Die ist, kann man sehr gut so tragen, die ist nicht so fettig.
Was mir bei der auffällt, die braucht relativ lange zum Trocknen. Also wenn ich mich schminke, dann schmink ich meine Augen und komme irgendwie mal so dran, dann geht da wieder was ab. Also die braucht ein bisschen länger zum Trocknen. Das finde ich manchmal so ein bisschen doof, aber komm, das ist das Einzige und das ist echt so meine Lieblingsfoundation. Bei Puder fand ich sehr gut das MAC Mineralized Skin Finish. Ob es alleine getragen oder halt zusammen mit Foundation. Was ich auch sehr mochte, war das Laura Mercier, die Mineral Foundation. Die habe ich auch sehr, sehr gerne getragen. Ist jetzt aber im Winter ein bisschen zu trocken, weil nur so Puder alleine, so viel, so loses Puder eingebufft, finde ich momentan zu trocken für meine Haut. Dann wieder im Frühling, Sommer. Aber dieses Puder habe ich dann wirklich das ganze Jahr über getragen. Das kann man alleine tragen, mit einem Kabuki ein bisschen eingebufft oder halt über Foundation, weil es ein bisschen lichtreflektierend ist, sehr fein und ja, sehr schön. Ich habe das in Light und es passt perfekt. Dann noch was so für meinen Teint. Das ist von Urban Decay, die Slick. Und das ist ein Make-up Setting Spray. Und das ist wirklich Hammer. Weil man hat es ja manchmal, ihr habt Make-up aufgetragen und es sieht nicht aus, als wäre das wirklich eure Haut. Also ihr seid dann so ein bisschen, es sieht schon ein bisschen aufgeklatscht alles aus. Und mit diesem Spray verschmilzt es dann mal alles. Das Puder, wenn es ein bisschen putrig auf eurer Haut aussieht, dann ist es weg. Und das ist einfach alles dann eine Fläche und das ist einfach schön und es hält auch wirklich länger. Ja, deshalb ist das auch so, das muss ich jeden Tag benutzen. Das benutze ich jeden Tag. Und dann Concealer. Da habe ich jetzt wirklich meinen, ich brauche keinen anderen Concealer mehr. Ich kaufe mir jetzt auch erstmal keinen mehr. Ich habe hier von NARS diesen Radiant Creamy Concealer endlich ausprobiert. Ich wollte ihn so lange testen, hab's aber nicht. Und das ist für mich wirklich das Nonplusultra. Er ist teuer und wenn ihr euch das nicht leisten wollt, könnt, was weiß ich, viele der Produkte sind wirklich teuer, muss ich sagen. Aber ihr müsst nicht alle jetzt auch immer nachkaufen. Gibt es ja einen, was euch interessiert oder so. Ja, also dieses Produkt, das ist ein flüssiger Concealer, das ist eben dieser Schwämmchen-Applikator-Dingens. Wenn man den auf der anderen ist ein bisschen verschmiert. So Schwämmchen-Applikator-mäßig kann man so auftragen dann. Und der ist so deckend. Ich hatte noch niemals so einen deckenden Concealer, der gleichzeitig nicht also so matschig ist. Also es gibt ja Concealer, die trocknen nicht richtig und dann verschmiert die Wimperntusche da drin, der trocknet, aber er ist auch nicht zu bröckelig. Und er hat aber so eine hohe Deckkraft und der ist halt einfach perfekt. Ich habe nur keine perfekte Farbe für mich, deshalb habe ich zwei, die ich dann zusammenmische, aber Wayne, also ganz ehrlich, das ist. Da kann man Augenschatten mit abdecken, da kann man Pickel mit abdecken, da kann man alles mit abdecken, was man irgendwie abdecken will. Das ist einfach klasse. So, mein Lieblingslidschatten ist, glaube ich, leider gar nicht mehr so erhältlich. Ich bin mir nicht sicher, weil der wurde, glaube ich, aus dem Sortiment genommen. Das ist das Duo in Raisins. Und also von, das ist von Estee Lauder. Und da ist das Ding. Das ist halt so ein heller Champagnerton und so ein Brombeer, Aubergine und das ist einfach so schön, aber man kann es nicht kriegen. Deshalb muss ich nur mal ganz kurz sagen, ich liebe das einfach. Aber Sachen, die man noch kriegen kann, deshalb noch was kurz anderes, ist von MAC. Ich habe die mir selbst zusammengestellt. Bei MAC kann man eben so diese einzelnen Lidschatten kaufen und die dann in eine Palette tun. Und diese Lidschatten, die habe ich jetzt schon seit drei, vier Jahren gesammelt, immer mal wieder halt immer neu gekauft. Das sind jetzt alle, die ich habe und ich schmink mich damit so gerne, weil man kann einfach so viele Kombinationen machen, man hat einfach alles auf einen Blick. Ich hasse es, wenn ich so viele Dinge habe zum Aufmachen und ich liebe halt einfach so Paletten, weil es einfach viel praktischer ist. Und so meine Lieblingsfarben sind Patina, Woodwinged und dann halt irgendwelche Kombinationen mit denen, mit anderen braunen Farben. Ich liebe so Brauntöne und vielleicht mache ich mir dazu ein Video, wenn ihr wollt. Einfach so durchgehen, swatchen, erzählen, wie man die kombinieren kann. Irgendwie sowas. Wäre eigentlich meine Idee. Dann weiter mit dem Thema Augenbrauen. Da hatte ich ja in der letzten Zeit ein bisschen Probleme. Ich habe sie mir nicht mehr gezupft, dann habe ich sie mir von Benefit machen lassen und sie waren dunkel. Ich gebe schon zu, sie waren schon sehr dunkel. Und einige haben geschrieben, deine Augenbrauen sind so dunkel und so buschig und so. Und ich kann das gut nachvollziehen. Auf der Kamera sah es manchmal schon ein bisschen krass aus. Sie waren echt nicht ganz so dunkel, wie es da manchmal ausgesehen hat. Aber sie waren schon ein bisschen zu dunkel. Fand ich jetzt auch im Nachhinein. Also die Farbe ist jetzt ein bisschen rausgegangen. Jetzt finde ich sie eigentlich sehr schön. Die Form ist sehr schön. Und was ich dazu jetzt benutze, ist von Bobbi Brown, das Brow Kit. Da sind zwei Lidschatten drin. Die kann man auch einzeln kaufen, dann ist es günstiger.
Und das sind so aschige Blondtöne und die finde ich wunderbar. Und was ich auch toll finde, ist der von Benefit, dieser Instant Brow Pencil. Den habe ich das restliche Jahr benutzt, bis ich das benutzt habe. So, das sind so die beiden besten Sachen. Meine Lieblings-Wimperntusche ist die von Benefit, der Real. Die kostet ja an die 20 Euro. Ich habe die mal von Benefit eben als Pressesample zugeschickt bekommen, sonst hätte ich mir die, glaube ich, eher nicht gekauft, weil sie schon teuer ist. Weil für eine Wimperntusche, so viel Geld. So, ne? Weil eine Wimperntusche, wenn ich mir so einen Blush kaufe, dann hält das 2, 3, 4 Jahre vielleicht. Ne? Aber so eine Wimperntusche an drei, vier Monate. Und dann ist die halt auch fertig. Aber sie macht so tolle Wimpern und sie hält gut und oh, sie ist toll und sie ist leer. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie nachkaufe. Vielleicht probiere ich erstmal wieder was aus der Drogerie aus. Max Factor wollte ich ja mal probieren. Die Maybelline The Rocket mag ich auch sehr gerne, aber das ist schon die beste, finde ich so. Aber sie ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer für so regelmäßige Kauferei. So, naja. Bei Lip-Produkten habe ich einmal von Essence. Das ist der Natural Beauty 07. Das ist mein liebster Lippenstift. Den habe ich, trage ich immer, wenn ich Lippenstift tragen möchte. Ich bin relativ neutral jetzt auf den Lippen geworden, weil ich mag Lippenstifte, also irgendwie mag ich Lippenstifte schon, aber irgendwie finde ich stehen mir Lippenstifte nicht so und ich liebe lieber Augen-Make-ups, ich mache da Farben und da ein bisschen das da und dann verblenden und so. Da mag ich voll viel Action auf den Wangen gerne Farben, aber Lippen bin ich lieber ein bisschen neutral und da mag ich halt diesen Essence-Ton dann von NYX, den Beige, obwohl er nicht beige ist. Bestes Lipgloss auf der ganzen Welt, kostet 6-7 Euro. Und dann Lippenpflege ist ein Gloss von Dior, das ist der Lip Maximizer. Und den trage ich eigentlich zu 90% in meinen Videos. Den da eigentlich am Bein trage ich immer. Heute auch, weil der pflegt die Lippen irgendwie und macht sie so schön glatt und glänzend und glossig. Und deshalb ist der mein Favorit. So, dann noch ein Highlighter. Und das ist der Mary Luminizer und das ist wirklich bam, in your face, Highlight, kriegst du auf die Wangen und glänzt wie, weiß ich nicht, eine Speckschwarte, wenn man zu viel benutzt. Falls ihr einen Highlighter noch sucht, also Highlighter trägt man hier oben auf der Wange auf, falls ihr Highlighter nicht kennt. Und dieser ist wirklich so, boom. Dann habt ihr so einen Glow, falls ihr das wollt, und der ist wirklich schön und ja, ich liebe ihn. Und der hält, sowas hält ewig, das habe ich mir vor 2 Jahren oder so gekauft, man benutzt immer so ganz wenig und deshalb geht es auch mal. Ich glaube, der kostet um die 10, 15 Euro oder so, deshalb okay. Und jetzt, oh, wir sind durch mit der Schminke, wir kommen zu der Hautpflege. Und die Hautpflege habe ich mit 2 Sachen. Und da bin ich stolz auf mich. Ich wollte erst fast ein eigenes Video über Hautpflege und so machen, aber ich mache einfach nochmal so eine Hautpflege-Routine-Sammlung, was weiß ich. Das ist von The Body Shop, der Camomile Cleanser. Und ich dachte erst nicht, dass ich ihn mag, aber ich mag ihn wirklich sehr gerne. Ich habe ihn jetzt auch fast, also was heißt leer, also hier in der Mitte ist ein Loch und da draußen ist halt noch ein bisschen was. Den benutze ich zum Abschminken meines Augen-Make-ups und der hat wirklich so meine Abschminkroutine sozusagen revolutioniert. Damit legt man jedes Augen-Make-up ab. Das Problem ist nur, ihr selten seht danach so ein bisschen verschwommen, wenn man was ins Auge kriegt. Also ich würde es halt echt immer nur abends benutzen, wenn ihr euer ganzes Make-up abhaben wollt. Wenn ihr nur das Augen-Make-up abmachen wollt und danach wieder schminken, würde ich ihn nicht benutzen, weil dann ist das Gesicht auch so ein bisschen klebrig und so. Also man muss halt dann nochmal mit einem anderen Gesichtsding drüber gehen, Gesichtsreiniger. Aber falls ihr wirklich wasserfeste Mascara habt, Mascara, die nicht gut abgeht, diese Der Real Mascara geht manchmal so ein bisschen schlecht ab. Perfekt, also das kriegt alles ab, ohne die Augen zu reizen, sehr schnell und perfekt. Also ich finde den wirklich sehr gut. Und dann noch ein Produkt, was jetzt auch fast leer ist. Oh, das ist fast leer, das ist von REN, das ist das Resurfing AHA Konzentrat. Und AHA sind Fruchtsäuren, die sozusagen eure oberste Hautschicht so ein bisschen abknabbern. Also die nehmen die toten Hautzellen weg. Die reichen auch die Haut wieder mit Feuchtigkeit, bzw. ich glaube Kollagen, ich bin mir gerade nicht ganz genau sicher, wie die wirken, aber die wirken halt eben, dass sie die Haut irgendwie so ein bisschen aufpolstern. Und also es gibt ja viele Produkte in der Drogerie, die haben eher Salicylsäure, das sind nämlich diese BHA, ich glaube, also jedenfalls Salicylsäure. Und ja, AHA sind eben Fruchtsäure. Und Salicylsäure komme ich nicht so klar mit, also da sehe ich nicht so den Effekt, aber Fruchtsäure finde ich sehr gut. Und da braucht ihr auch gar keine Angst haben, dass ihr irgendwie dann so, kennt ihr diese Fruchtsäure-Peelings, die es manchmal so im Fernsehen sieht, man hat, die haben die so ganz rote Gesichter, das ist relativ sanft. Und die Haut sieht danach so gut aus und ich liebe einfach diese ganzen AHA-Produkte. Ich habe sehr viele Sachen, ich habe Masken damit oder halt
Ich habe Toner damit und das so stellvertretend für diese Sachen. Aber dieses Produkt ist wirklich, hat so meine Haut auch verändert. Also es ist wirklich toll. Aber es ist fast leer, aber ich werde es mir nachkaufen, weil es wirklich so gut ist. So, wir sind fertig. Juhu, ich habe es geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch noch so gefallen. Ich weiß, ich bin spät, aber ich wollte es unbedingt machen, weil ich weiß auch nicht, ich finde diese Videos so cool. Ich habe mir auch alle angeguckt, die ich in meiner Abo-Liste dazu gefunden habe, weil ich liebe Jahresfavoriten einfach. Ich hoffe, nächstes Jahr bin ich dann pünktlich und dann mache ich vielleicht zwei und dann ganz lange und ganz viele Sachen und so. Aber ich wollte euch einfach diese Sachen nochmal so zeigen, weil ich die Sachen einfach liebe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!